Hallo. Braucht ihr ein paar neue Bücher? Also ich meine, wollt ihr ein paar neue Bücher sehen? Ich habe es gerade schon für TikTok abgedreht. Und weil ein Anpacken bei war. Da ist nicht mal. Doch, ich wollte gerade sagen, es ist nicht mehr. Vielleicht nimmt drauf, doch oben. Ich war. Erst, also ich war bei Horstmann, habe ich geguckt, weil da so, was sind das für dicke, fette Bücher, die da rumstehen. Ich hatte auch mal Bücher gehabt und so eine Doppelbände irgendwas, keine Ahnung, hat mir nichts angesprochen. Und bei Edeka wollte ich stark bleiben, also bei Marktkauf wollte ich stark bleiben, ich bin beim Einkaufswagen geblieben. Er so, geh doch mal hingucken. Ich so, nein, geh doch mal, nein. Dann ging er hin, ich lebe immer noch im Wagen. Komm doch mal her. Oh, bin ich hingegangen. Aber selbst wenn ich nicht hingegangen wäre, ich habe ja das Buch, was mir nicht erst hingedrückt hat, habe ich wieder hingepackt. Klang ganz okay, war Thriller. Habe ich wieder hingepackt. Und dann haben wir noch einen zweiten Tisch gefunden. Und plötzlich, ich weiß gar nicht, wo der her hat, hat er Bücher in der Hand gehabt, die dann auch mitgekommen sind. Ich hab so ein Buch habe ich gesehen, ich habe von der Farbe vom zweiten auch gesehen, dass eben beide so blau-lila angehaucht, ne? Du brauchst Weihnachtsbücher, hast du Weihnachtsbücher? Wobei das nicht ganz stimmt, aber das zeige ich euch gleich. Ja. Ja. Bevor ich im Dezember auch 2 Wochen Urlaub habe und Weihnachtsbücher lesen kann, gar kein Problem. Ja, zum einen hat er ausgesucht, dieses Buch hier, Sternen, Schnuppen, Funkeln. Ich hätte von Pamela ja mal das eine Buch ausgeliehen bekommen, Mistelzweig, Zauber. Moment, ich habe es hier noch offen. Das war Band 2. Das ist Band 6 von der Reihe, das alles im Mitteldip spielt. Band 2 war ja jetzt nicht so unbedingt mein Favorit. Aber mal gucken. Ich bin gespannt, wie der Band ist. Sie sehen ja alle ziemlich gleich aus. Wobei einige auch heller sind, aber das andere war ja auch so dunkel. Also von den Farben. Ja, und dann hat er mir auch das hier mitgenommen. Ausgesucht, was auch immer. Unsere Zeit ist immer von Sophie Cousins. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Und das ist kein Weihnachtsbuch, wie ihr seht, ne? Das ist absolut Silvester. Es ist ein Silvesterbuch. Habt ihr schon mal ein Silvesterbuch gelesen? Ich hatte mal eine Kurzgeschichte gehabt, wo es auch einen zweiten Band zu gibt. Es war auch nicht wirklich. Doch, doch, war schon Silvester, war ein Januarbuch auf jeden Fall. Aber was. Und hatte ich noch ein anderes Buch? Ich weiß gar nicht mehr. Ah, doch, von noch eine Kurzgeschichte von Hannah Sieben. Da gab es auch. Diese Kurzgeschichte zu der Regenreihe, die spielt glaube ich auch an Silvester. Aber ansonsten so ein richtiges Silvesterbuch, was auch nach Silvester aussieht, also so hatte ich noch nicht. Also so ein physisches Buch. Ist relativ dick. Das wird dann wohl das letzte Buch sein im Dezember oder das erste im neuen Jahr. Mal gucken. Oder es wird ein, ich nehme es rüber ins neue Jahr. Ich werde sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ein Silvesterbuch. Das hatte ich noch nicht. Das heißt, das wird auf jeden Fall erst nach Weihnachten gelesen. Und dann war im Briefkasten meine Bestellung. Tada! Mein Adventskalenderbuch. Für ihre Ausrufezeichen. Wirbel im Weihnachtshotel. Ich finde das Cover so schön. Das passt irgendwie gerade zu anderen beiden Büchern, ne? Also ich finde das Cover wirklich so schön. So blau. Ich mag ja blau. Und dann sehe ich diesen Sticker hier drauf und denke mir so, oh. Ich weiß nicht, ob wir noch Disney Plus haben oder nicht. Es gibt eine Serie für ihre Ausrufezeichen. Ja. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Die ersten drei Neuzugänge für diesen Monat. Ich muss Bücher lesen, glaube ich. Und aussortieren. Und ihmchen da hinten, ja? Hat vorhin die ganze Zeit ein Video für TikTok gecrashed. Das die ganze Zeit habe ich hergeschlingelt. Also echt. Dieser Kater. Und Muni saß heute schon wieder zweimal auf meinem Schoß. Jetzt habe ich mich auf die Couch gesetzt, auf dem Schoß. Oh, und wir haben einen Kalender bekommen. Ich wollte mir eigentlich heute meinen obligatorischen Schokoladeadventskalender kaufen. Und da meinte meine Mutter, sie hat schon welche gekauft. Zwei. Weil dann ja kein Schokoladenkalender ist. Und im Endeffekt hat sie drei gekauft, weil das eine ist. Ja, ich sehe es selber mal. Also, das ist meiner. Das ist Daniels, der keine Schokolade isst, also esse ich beide. Genauso wie den da, das ist der von Aldi, wo auch Gutscheine drin sind. Das heißt, die Gutscheine bekommt Daniel dann, die Schokolade bekomme ich. Es wird also immer morgens jetzt sehr
Schoki-lastig im Dezember, man kennt's, aber ja. Und ich weiß jetzt schon, dass dann wieder so ein kleines Kätzchen von mir rumturnen würde oder auf mir rumturnen wird, wenn ich denn da die Kalender aufmachen will. Und da ist schon wieder weg, wie ihr gerade wahrscheinlich gemerkt habt, dass er nicht da ist. Er ist aber noch nicht im Lager, da fährt er nachher kurz hin, um ein Kostüm zu holen. Nee, zwei Kostüme, ein Kostüm zu holen, ein oder morgen. Die werden nämlich am Montag verschickt. Die werden ausgeliehen und ausnahmsweise wieder mal verschickt. Weil der eine macht die Ausnahme, weil die aus Nürnberg kommt. Nürnberg, ja. Das ist die einzige Ausnahme, die er macht, aber nur mit maximal zwei Kostümen. Ja. Weil die ja schon tausendmal da war und überhaupt keine Ahnung was. Gut. Aber jetzt ist erstmal Essen. Im 60s. Mit jemandem. Jo. Und ich habe mir Wichtelzeug geholt. Neue Wichteltür mit Zeug. Da habe ich draußen das Ding gesehen, aber jetzt habe ich das andere. Naja, mal gucken, ich habe jetzt so zwei Türen dann. Der da ist so ein Schneemännchen, der ist auch süß. Und, wo ist das andere? Hier. Hat einen Briefkasten. Ich fand den so witzig. So. Ja, das muss heute mit. Genau. Ich habe schon noch ein bisschen Geschenke geshoppt und so weiter und so fort. Ja, auch schon was mit. Man muss ja langsam mal anfangen, ne? Dann kommen noch Geburtstage und was weiß ich nicht alles. Also. Ja, schauen wir mal. Gut. Was mache ich heute? Auf jeden Fall plotten. Das werde ich ja auch gleich machen. Wahrscheinlich mache ich es immer schön abwechselnd. Mal gucken. Kann man hier in Etappen machen. Ich kann hier erstmal alles ausschneiden von dem einen Zeug, dann ausschneiden vom nächsten Zeug, zwischendurch immer ein Kapitel lesen. Ihr wisst, ich brauche sowas, dass ich zwischendurch immer noch das Gefühl habe, ich lese. Und eigentlich müsste ich auch was schreiben. Und eigentlich müsste ich auch was für anderes Zeugs machen. Ach, mal gucken. Hauptsache, er macht sich da gemütlich, ne? Na gut, wir werden sehen. Wie heute ist, erstmal muss ich meinen Schreibtisch aufräumen. Der sieht so ein bisschen chaotisch aus. Den werde ich als erstes mal aufräumen. Damit ich hier auch Platz habe, um überhaupt was zu plotten. Okay, heute habe ich mir die Kürbis-Ravioli gemacht. Also die und plus Soße. So eine Rahmsoße, Rahm-Tomatensoße. Mal gucken. Wollte ich mir eigentlich längst machen, aber habe ich immer wieder vergessen, weil ich keine Soße mehr hatte. Überhaupt keine Soße da hatte. Haben wir heute erstmal Soße gekauft. Weil die Ravioli ohne Soße. Bin ich gespannt, wie die schmecken. So, kurzes Update. Fürs, ich mache mal hier ein bisschen leiser, ich weiß nicht genau. Kurze Abschluss für die Ravioli. Entweder war die Ravioli-Soßenkombination nicht so gut, aber auch die Ravioli mit dem Kürbis war irgendwie. Es war okay, aber auch nicht so. Bam! Da hat es auch nicht so geschmeckt. Der hat sich auch noch andere Ravioli mitgenommen, auch mit der gleichen Soße gemacht. Die auch nicht so geschmeckt. Wir bleiben einfach bei klassischen Ravioli. Entweder, weiß ich nicht, gibt es sowas im Restaurant oder so, aber bin ich ja so selten. Aber ich glaube. Und ist wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung. Ich bleibe bei Dosen-Ravioli. Ich sag's, wie es ist. Und dann ist okay. Keine Experimente mehr. Aber gut, ich hätte es auch nicht gekauft, wenn meine Mutter es nicht gekauft hätte. Und Daniel hat es heute noch welche andere mitgenommen, weil er auch Hunger drauf hatte. Aber er hatte jetzt Pilzebergkäse gehabt. Hat ihm auch nicht so geschmeckt. Gleiche Soße. Naja, was soll's. Mein Vater wieder. Ich habe gerade geduscht, das sieht ein bisschen schuppig aus. Er war wieder bei der Bücherzelle. Ist ja bei dir um die Ecke. Und er fischt immer Bücher raus. Ich denke so, ja, würde ich auch mitnehmen. Ich kann jetzt ein Buch meiner Wunschliste streichen, weil er Greg Iles Bistwunden gefunden hat. Das steht seit ewigen Zeiten auf meiner Wunschliste schon. Ich weiß nicht, wann ich kann es am Handy nicht sehen, wenn es zugefügt wurde. Ich dachte, ach, den Autor kenne ich. Ich habe davon auch ein paar Bücher hier stehen. Das heißt, wenn er das Buch wieder gut findet und den Autor und schreibt und weiß ich nicht was, hat er mir nachgeschaut, was er noch nicht gelesen hat. Ich habe von ihm drei Bücher hier. Und das war von der Wunschliste. Total verrückt. Das ist total verrückt. Keine Ahnung. Wir haben echt den gleichen Lesegeschmack. Das ist schon schön. Also nicht 100% natürlich, aber sehr viel. Ja. So, und Misfits Academy, ja, ups, wird gerade richtig, richtig spannend. Ich habe auch nicht mehr allzu viel. Ich habe mir auch eine lustige Stelle markiert. Ja, habe nicht mehr allzu viel. Will ich da wohl morgen auch auslesen.
lese ich erstmal noch einen Halloween-Keks. Ich esse einen Halloween-Keks. Ich hoffe, dass es mit Schoko ist. Man sieht es ja nicht. Jetzt hatte ich dieses Cremezeug, also diese orangene Sache. So. Und habe ich weitergelesen. Dieses Buch. Das ist irgendwie gerade so. Jede Seite ist irgendwie gerade so. Kann nicht sein. Dann gibt es wieder eine neue Wendung und noch eine neue Wendung. Also, Adriana Popescu kann auch Fantasy.